bisschen neidisch? Quatsch. Ich lasse dir gleich eins. Aber ich habe schon ein bisschen was zum Waffeln geholt. Der Typ da hinten in der Tür, der könnte auch so riesig sein, oder? Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich mal fremd tanze. Na, langsam könnte die Kavallerie kommen. Guten Morgen, Polizei. Bitte bleiben Sie ruhig und entspannt. Wir führen eine Personenkontrolle durch. Scheiße! Razzia oder was? Na, schönes Tänzchen gemacht. Mhm. Habt ihr was? Der Typ da im weißen Hemd, der hat gerade was gekauft. Den da in der Tür, den schnapp ich mir. Kann ich mal sehen, was Sie da gerade eingesteckt haben? Ich hab nichts eingesteckt. Wo ist die Tasche? Ist euch das nicht zu blöd, hier rumzunerven? Personalausweis bitte. Übernimmst du hier? Ein Problem, Wachtmeister? Routinekontrolle. Nehmen Sie bitte mal die Arme. Die Arme. Mhm. Schon blöd, wenn man für einen Hiwi-Lohn so früh raus muss und während andere Leute Spaß haben, oder? Umdrehen. Macht denn eine Personenabfrage für einen Robert Bornemann? Hey, Moment. Hallo? Willkommen. Darf ich mal sehen, was ihr da habt? Hi, Melly. Der junge Mann in der weißen Hose, mal stehen bleiben. Die Polizei Hamburg. Was haben wir da denn? Hat das jemand von euch verloren? Natürlich nicht, das wächst hier auf dem Boden. Ne? Hey Mann, alles homegrown. Zu dir komme ich gleich, einmal das Sakko lüften. Um was geht's denn? Na, um was wird's gehen? Keine Drogen mehr dabei. Was haben wir denn hier? Okay. Jede Menge Bares. Na, darf man jetzt kein Bares mehr dabei haben, wenn man ein Gläschen trinken kann? Kann man sicherlich einige Gläschen von trinken. Das sind ja mindestens 700, 800. Bleibst du mal eben hier? Sie haben noch eine Lampe, ne? Klar, hier. Sag mal, kannst du mal die Drogen sicherstellen, bitte? Dafür gibt's bei mir nicht mal ein Mineralwasser. Das sehe ich auch so. Eieiei. Das ist aber dumm gelaufen. Da hockst du hier mit Falschgeld rum. Hey, Melli, was soll denn der Quatsch? Hör auf damit! Oh Gott, Mann, spinnst du jetzt, oder was? Es war nur eine Ausnahme, es war eine einmalige Sache. Wir wollten nur... Party machen, ja. Melli, Melli, bitte verrat mich nicht. Wir sind dann soweit. Nils, Lars, mein Bruder. Hallo. Ich geh dann mal. Wir sprechen uns noch. Habt ihr Stress? Was? Nö. Der Blonde eben. Was war denn mit dem? Nichts. Zwei BTM-Verstöße, aber er hatte nichts dabei. Abmarsch. Meine Fresse, haben wir ein Glück gehabt. Das trifft ja ausgerechnet auf seine Schwester. Ich wusste gar nicht, dass man im Bullen ist. Das hängt auch keiner gerne an die große Glocke. Ist ja ein bisschen uncool. Ich finde sie ja ziemlich cool reagiert. Vielleicht bleibt doch dabei. Also meinst du, sie macht Stress oder was? Hey! Also, nochmal. Von wem haben Sie das Geld? Hab ich doch schon gesagt, beim Pferderennen gewonnen. Ein Kollege von mir hat gesehen, wie Sie Drogen verkauft haben. Na, das müssen Sie mir erstmal beweisen. Keine Sorge, das werden wir. Die Drogenfahndung ist gerade dabei, Ihre Wohnung zu durchsuchen. Zusammen mit dem Falschgeld ergibt das eine nette Anklage. Also mit den Blüten habe ich nichts zu tun, da bin ich selbst verarscht worden. Wie viel habt ihr sichergestellt?
Die 100 Euro sind falsch, der Rest ist echt. Nach Profis sieht das nicht aus. Normalerweise fliegst du da in jedem Supermarkt mit auf. Aber wenn es schnell gehen muss, dann rutschen die Scheine so durch. Damit sollten also nur Drogen gekauft werden. Lange lassen die sich das auf dem Kiez nicht gefallen. Nils! Melanie! Ihr müsst leider noch eine Schicht dranhängen. Nicht dein Ernst, Martin? Ich weiß, ihr habt eine lange Nacht hinter euch. Bedankt euch bei den Kollegen, die sich gerade krank gemeldet haben. Martin, ich habe noch einen Termin. Eine Stunde bin ich wieder da. Gut, beeil dich. Wo musst du hin? Ein Handwerker rein lassen. Ja, zu schade. Erst sehen wir uns so lange nicht und dann gleich zweimal hintereinander. Warst du überhaupt noch mal zu Hause? Nee, ich bin fit. Ist okay. Klar. Hey, jetzt nicht so, wie du denkst. Nur Kaffee, wirklich. Seit wann nimmst du das Zeug wieder? Eigentlich gar nicht. Das war nur gestern, wirklich. Wie oft habe ich das schon gehört? Ein Freund dieser Bornemann, Robert Bornemann, hat mehrere Einträge. Alle wegen Drogenbesitz. Ach so ist das. Du spielst mir jetzt hinterher. Lars, ich habe über 1 Gramm Koks in deiner Tasche gefunden. Hey. Und ich habe das saublöde Gefühl, dass du mal wieder mit den falschen Leuten abhängst. Jetzt hör mal zu, Schwester. Ich bin keine 16 mehr, okay? Ich entscheide selbst, mit wem ich rumhänge. Aber nicht, wenn ich dafür meinen Job riskiere. Ich habe so ein Schwein gehabt, dass das niemand mitgekriegt hat. Weißt du, es macht mir Spaß, meine Kollegen zu belügen. Das ist ziemlich beschissen. Das tut mir leid. Ich wollte dich nicht in so eine blöde Situation mit deinen Kollegen bringen. Versprich mir bitte, dass du das Zeug nicht mehr anrührst. Bitte. Hm? Versprochen. Das Zeug ist eigentlich eh viel zu teuer. Das trägst du ja noch. Aber jetzt muss mich die große Schwester nicht mehr vom Baum runterholen. Und die aus der 6. Klasse, die verprügel ich jetzt selbst. Neuen Bildschirmschoner? Nee, ich habe mal einen dieser Scheine eingescannt und rat mal, was ich gefunden habe. Die Adresse des Fälschers? Nee, aber die des Kopierers. Guck mal, das ist ein spezielles Punktraster. Jeder Farbkopierer hinterlässt so seine Seriennummer. Anhand dessen können wir zurückverfolgen, auf welchem Gerät die Scheine kopiert worden sind. Habt ihr was? Ja. Wir können die Scheine bis zum Kopierer zurückverfolgen. Das heißt, wir müssen nur noch den Hersteller anrufen? Schon passiert. Das Gerät, das wurde vor ein paar Jahren an das Kunstwissenschaftliche Institut der Uni Hamburg verkauft. An die Uni? Ja. Komm, wir fahren da mal hin. Wieso machen die das denn jetzt? Egal. Sag mal, habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass du manchmal wirklich geniale Momente hast? Nee. Kommt schon noch. Und hat vorhin alles geklappt? Was denn geklappt? Der Termin mit deinem Handwerker. Ach so, ja. Das war nichts Großes. Ist was? Ich weiß nicht. Ich bin einfach nur müde. Ah ja. Guten Tag, Mehrmann ist mein Name. Ein bisschen rein, das ist eine Bibliothek. Ach so, wir würden uns gerne im Rahmen einer Ermittlung Ihren Farbkopierer ansehen. Ermittlung? Stimmt denn hier irgendwas nicht? Ja, das würden wir gerne rausfinden. Also, der Farbkopierer ist im mittleren Raum, zweite Tür links. Kommt denn jeder an den Kopierer ran? Ja, jeder. Also jeder Student, der zu diesem Fachbereich gehört. Und gibt es sowas wie eine Benutzerliste? Ja, durchaus. Könnte ich die mal sehen? Ja, klar. Wir lassen den Kopierer sperren. Den Kopierer sperren? Ja. Hast du was?
Robert Bornemann. Das ist doch der blonde Schnösel mit der großen Klappe, den ich heute Morgen in der Disco kontrolliert habe. Wir brauchen was zum Munterwerden. Ich habe nichts mehr. Also, wer geht? Du warst noch gar nicht dran. Alter, ich habe nicht genug Kohle, das weißt du doch. Mach dir keine Sorgen, du bist eingeladen. Oder gibt's da plötzlich einen anderen Grund? Was denn für einen anderen Grund? Neidisch? Quatsch. Ich lasse dir gleich ein. Aber ich habe schon ein bisschen was zum Waffeln geholt. Der Typ da hinten in der Tür, der könnte auch was richtig sein, oder? Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich mal fremd tanze. Langsam könnte die Kavallerie kommen. Morgen, Polizei. Bitte bleiben Sie ruhig und entspannt. Wir führen eine Personenkontrolle durch. Scheiße. Razzia oder was? Na, schönes Tänzchen gemacht. Mhm. Habt ihr was? Der Typ da im weißen Hemd, der hat gerade was gekauft. Den da an der Tür, den schnapp ich mir. Mal sehen, was Sie da gerade eingesteckt haben. Ich habe nichts eingesteckt. Wo ist die Tasche? Ist euch das... Hey!
keine mehr. Komm. Fuck. Was machst du jetzt am Wochenende? Wieso? Ja, weil Tommy zum Geburtstag. Tom? Zum Geburtstag einlädt, ja, und eine Flasche Wein, ja? Okay, den vom letzten Mal. Und? Habt ihr was rausgefunden? Und ihr wisst wirklich nicht, was passiert ist. Sie lag einfach auf der Straße, wie vom Himmel gefallen. Ja, aber dabei hätte sie sich was gebrochen. Wann können wir sie befragen? Herr Dr. Jacobi, kommen Sie mal bitte. Ja, wendet euch an Hase, der untersucht sie noch. Ja. Entschuldigen. Danke. Du, ich hab gerade wirklich... Ach. Ja, könnt ihr den festhalten? Hübsch. Hier, könnt ihr mir mal die Dinger abnehmen? Meinst du, unsere stehen dir besser? Hier. Genauso echt wie dritte Zähne. Nina, mach mal. Ich hab selbst nicht gecheckt, dass sie falsch sind. Da hat mich einer beschissen. Wer? Der Typ von der Frittenbude? Sag mal, verarschen kann ich mich selbst. Na, dann schauen wir mal, was du noch so hast. Ausziehen. Die Schuhe. Ja, wie denn ohne Arme? Hier mal, lieber nicht. Oder habt ihr eine Gasmaske? Mit dem bin ich den ganzen Tag rumgelaufen. Dann mach dir mal keine Sorgen, das halte ich schon aus. Ja, komm. Komm in die Puschen. Das ist schon blöd. Wenn man seinen Koks verticken will und sich dann auch noch irgendwie Blüten einfängt. Aber du bist auch noch so behämmert und versuchst, die Kohle hier wieder loszuwerden. Dumm gelaufen. Bei mir kommt hier der Schein sofort unter das Gerät, Schätzchen. Das hier ist das eine. Aber wo hast du die Kohle her? Von einem, dem das noch verdammt leid tun wird. Mit einer Scharmuta, der Typ ist erledigt. Wie war das nochmal? Wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder sich nachgemachte oder verfälschte verschafft und diese in Umlauf bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 2 Jahren bestraft. Weiß eigentlich jedes Kind. Ja, ich kenne den Typen nicht. Kann ihn aber beschreiben. Wir würden uns gerne einen Moment mit Ihnen unterhalten. Aber machen Sie es kurz, ich habe noch was vor. Sie kopieren ziemlich oft bei den Kunstwissenschaftlern. Ist das verboten? Nein, aber das Herstellen von Falschgeld. Auf dem Kopierer wurden etliche 50-Euro-Scheine vervielfältigt. Und was habe ich damit zu tun? Darf ich mal Ihre Brieftasche sehen? Und was, wenn nicht? Das war keine Frage. Ja? Heute Morgen wurden im Omega falsche 50er sichergestellt. Derselbe Laden, wo wir Sie heute Morgen angetroffen haben. Ist das Zufall? Ganz genau. Okay. Genauso wie es Zufall war, dass Sie dort Ihren Bruder getroffen haben. Na, ist gut. Sie werden Ihre Verabredung verschieben müssen. Es gibt einen Zeugen. Nehmen wir unseren. Franzi, hm? Könntest du bitte mal überprüfen, ob die auch an der Uni gemacht wurden? Mach ich. Sie können mir doch gar nichts. Das sehen wir dann gleich. Na, die Beschreibung ist doch super. Anfang 20, mittelgroß, blond. Das passt doch auf 20.000 andere. Ich muss nur meinen Vater anrufen. Und dann fliegen hier die 3 besten Anwälte der Stadt herein und pusten die Sache vom Tisch. Ach ja, und Sie gleich mit. Ui, da habe ich jetzt aber richtig Angst. Bringt dir nur leider gar nichts, wenn unser Zeuge dich identifiziert. Hier ist Melanie. Ich hab da eine Frau, der das Fahrrad gestohlen wurde. Scheint alles in Ordnung zu sein. Hier, das EEG ist auch ohne Befund. Sie hat bisher wirklich noch kein Wort gesprochen. Na. Wenigstens ist sie. Mhm. Und nicht so knapp.
Dafür, dass sie bisher noch kein Wort gesagt hat, kann es eine Menge Gründe geben und nicht nur medizinische. Ein Trauma? Das fragen wir sie doch am besten mal selber. Frau Bucker? Tag, Frau Bucker. Können Sie vielleicht was aufschreiben? Moment. Schreiben. Schreiben. Ich würde sagen, wir bringen Sie auf die Neurologie. Ja, das ist doch zumindest schon mal ein Anfang. Ja, ja. Wir kommen dann später noch mal zu Ihnen, ja? Tschüss. Tschüss. Versuch's doch mal ohne Brille. Und ist der Kerl dabei? Ich weiß nicht. Der Typ sah irgendwie anders aus. Guck noch mal genau hin. Nee, es war ein anderer. 100 Pro. Ist dir sonst irgendwas aufgefallen? Narbe, Muttermal? Nee, nicht direkt. Oder doch? Der hatte so einen komischen Anhänger um den Hals. Ein Anhänger? Ja, eine Sonne. An einem Lederband. Ja, super. Du kommst jetzt erstmal in die Arrestzelle. Kommst du? Die Anwälte melden sich dann bei Ihnen. Einen schönen Tag noch. Ja, ja. Woher? Ja. Die sind alle am gleichen Kopierer gemacht worden. Ich kann es Ihnen nur leider nicht nachweisen. Ich möchte, dass Sie sich noch ein paar Bilder anschauen. Nein. 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 Der ist es. Dornemann war es nicht? Schade eigentlich. Was ist denn jetzt schon wieder los? Du, sprich mit mir. Ich habe Mist gebaut. Mein Bruder war es. Unser Zeuge hat ihn erkannt. Seit wann weißt du das? Ich habe Koks bei ihm gefunden. Nicht viel. Er hat gesagt, es ist eine einmalige Sache. Ich hab's geglaubt. Was hast du mit dem Zeug gemacht? Ins Klo gespült. Wie bitte? Ins Klo! Ja, bist du nicht mehr ganz dicht? Mann, 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 Melanie! Das ist mein Bruder! Ja, na und? Okay, was noch? Ich hab gewusst, dass er mit Bornemann befreundet ist. Und als die Beschreibung kam, ich hab einfach nur gehofft, dass das alles nur ein Irrtum ist. Wo wohnt er? Ich will, dass er sich selber stellt. Sonst fährt er doch gleich für ein paar Jahre ein, Nils. Du weißt genau, dass ich das nicht machen kann. 2 Stunden. Gib mir 2 Stunden. Ich will ihn alleine herbringen. Bitte. 2 Stunden mehr nicht.
Dann gebe ich ihn zur Fahndung raus. Danke. Die haben mich verfolgt. Die haben mich verfolgt! Wer? Ja, die Dealer. Ich habe das Koks gekauft und dann bin ich gegangen, ganz normal. Die haben mich verfolgt und dann wollten die das Zeug wieder haben. Keine Ahnung warum. Der eine hatte eine Knarre. Was ist los? Warum sagt denn keiner was? Nee. Du schickst mich mit Falschgeld los? Ja und? Hast du das noch nicht gecheckt? Hast du einen Knall? Reg dich ab. Die Nummer ist cool, das hat bisher noch niemand geschnallt. Das bisschen Risiko, das ist der Kick, Mann. Oh, ey, ist doch egal. Ob das guckt es ich. Das Zeug hast du aber hoffentlich noch dabei, oder? Scheiß Wichser! Ich hab jetzt zweimal für dich meinen Kopf! Hey, ein Brüten! Was ist los, Mann? Wir ziehen jetzt mal den Durchschnitt und ist gut, ja? Schluss! Ich hab keinen Bock auf den Scheiß. Ihr macht euren Scheiß alleine. Verräter! Mann! Was, wenn der Penner jetzt zu seiner Schwester rennt, hä? Huh? Der hängt da selbst mit drin. Der wird schön dicht halten. Hat seinen Rucksack liegen lassen. Kannst du mir nachgehen, wenn du willst. Ich habe jedenfalls was Besseres zu tun. Zum Gänsemarkt. Ja. Ah, super. Hey. Hi. Ach, Frau Dietrich. Ja? Ich würde gerne meine nächste Schicht ändern. Ich habe noch Konzertkarten bekommen. Extrem gute Band. Darf ich? Da lässt sich bestimmt was machen. Danke. Danke Ihnen. Ach, was macht eigentlich unsere große Unbekannte? Die Untersuchungsergebnisse waren alle negativ und die Neurologen haben auch nichts gefunden. Dann sollten wir einen Termin beim Psychiater machen, hm? Ich wollte eh einen machen bei Dr. Hambach. Gut. Ich glaube nicht, dass das was Psychisches ist. Wieso? Hier, die ganzen Zeichnungen, die sie macht. Ich will überhaupt gar nicht mehr auf damit. Total abstrakt. Als könnte sie nicht anders. Ich meine, die will uns etwas sagen, kann aber nicht, weil das Gehirn streikt. Was ist, wenn sie einen Tumor hat, der das entsprechende Areal im Gehirn blockiert? Philipp, das sind doch alles Spekulationen. Nee, hier, das sind Studien aus den 90ern über Patienten mit geschädigtem Sprachzentrum. Die waren auch nicht in der Lage, Worte zu bilden oder zu lesen. Die hat mal was zeichnen lassen. Also, Ihre abstrakten Werke mal in allen Ehren, aber deuten wir doch die Bilder, die wir auch deuten können. Und auf dem CT war nichts zu sehen. Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass das nichts heißen muss. Ich würde sehr gern noch ein Kontrast-MRT machen. Wir haben uns verstanden, oder? Ich bin auf der B4. Wir werden ja sehen, wer recht behält. Sag mal, sind das eigentlich die gleichen Teebeutel, die auch die Patienten bekommen? Ja, natürlich. Da muss man lesen können, was da draufsteht, um zu wissen, welche Sorte man trinkt, oder? So, ich würde noch mal gerne Ihren Blutdruck messen. Was zu trinken. Thank you.
Mensch, wo war? Scheiße, du musst mir helfen. Die wollen mich platt machen. Wer? Lars? Die Typen, denen du das Falschgeld angedreht hast. Robert hat mich reingelegt. Ich wusste davon nicht. Scheiße! Lars! Lars? Hey, hörst du? Lars! Nils? Ich brauch dringend einen Notarzt. Wo bist du? Auf dem Weg zu meinem Bruder. In die Brennerstraße 82. Da ist was passiert. Ich brauch ganz dringend Verstärkung. Beeilt euch. Große Zugänge liegen, Intubation war Probleme. Okay, ich bereite ein OP-Buch. Wir landen. Das ist mein Bruder. Warte bitte trotzdem hier draußen, ja? Bereit? 1, 2, 3. So nochmal bitte. Geh bitte. Oh ja, wir haben jede Menge freie Flüssigkeit hier, ja? Mach mal 8 Notfallkonserven, klar? 3 davon kannst du gleich erwärmen. Was Neues? Wissen deine Eltern Bescheid? Die sind auf Teneriffa. Nur die Mailbox. Aber alles falsch gemacht. Von Anfang an. Immer wieder. Hab mir was vorgemacht. Ich hätte einfach besser auf ihn aufpassen sollen. Die anderen waren einfach schneller. So. Die OP ist gut verlaufen. Was heißt das? Wird er wieder? Mhm. Wird aber eine Weile dauern, bis er wieder ganz auf dem Bein ist. Wir bringen ihn auf Intensiv. Ich halte dich auf dem Laufenden, ja? Wir knöpfen uns noch mal diesen Dealer vor. Wir kriegen die Typen. Die anderen, die ihn da reingeritten haben, die sehen das Wichtige. So was habe ich ja noch nie gesehen. Jedenfalls nicht in der Größe. Unglaublich. Wir müssen sofort operieren, da führt kein Weg dran vorbei. Sie bereiten alles vor. Ich brauche die Schädelsäge, die große und genug Blutkonserven. Ich werde sie auf alle Fälle brauchen. Und das an Frau Dr. Dietrich, bitte. Alles klar. Keine Angst, Sie werden überhaupt nichts spüren. Warten Sie mal, ich habe ja nicht mal Kopfschmerzen. Wie? Wir können sprechen. Was haben Sie denn da eben gesehen? Gar nichts. Was? Ich bin also gesund? Körperlich schon. Aber Sie haben ja wohl eine Schraube locker. Was soll denn das ganze Theater? Das kann ja wohl nicht angehen! Es tut mir leid. Ich wusste einfach nicht mehr weiter. Ich wollte bloß mal für ein paar Tage meine Ruhe haben. Haben Sie Familie? Nein. Aber ich. Und wie? 3 laute Jungs und ein Mann, der auch nicht besser ist. Wissen Sie, wie anstrengend das ist? Irgendeiner will immer was von dir. Essen machen, Wäsche waschen, zum Zahnarzt muss ich mit, zum Training. Ich konnte einfach nicht mehr, ich musste mal raus. Wie?
Und da legen Sie sich dann einfach so auf die Straße? Ich habe schon zweimal Kur beantragt, aber das kann noch ewig dauern. Und da bin ich auf die Idee mit dem Krankenhaus gekommen. Kann ich nicht nur ein oder zwei Tage hierbleiben? Natürlich. Der Wellnessbereich befindet sich im dritten Stock. Das ist doch kein verdammtes Kurhotel hier! Wissen Sie was? Sie rufen jetzt Ihren Mann an. Soll der sich doch um Sie kümmern? Ich jedenfalls hab die Schnauze voll! Wo bleibt das Sushi? Endlich. Ja? Ist schon oben. Mist. Was ist denn los? Abfahrt, Polizei! Öffnen Sie die Tür, sonst brechen wir sie auf. Haben wir ein Problem? Sie schon. Das war's dann wohl. Das ist nicht mein Rucksack. Das stimmt, Lars hat ihn heute stehen lassen. Ich kann's nicht glauben. Falschgeld, oder? Und ausgerechnet Lars. Aber der Rucksack war in Ihrer Wohnung. Soll ich bei jedem eine Leibesvisitation machen, der hierher kommt? Bin ich Bulle. Sie können gerne eine Leibesvisitation haben. Da würde ich dann wohl Ihre blonde Kollegin vorziehen. Sie kommen jetzt mit. Ach, und Lars spaziert lässig draußen rum. So ist es also, wenn man eine Schwester bei der Polizei hat, ja? Lars liegt auf der Intensivstation. Eure Scheißdealer haben ihn fast totgeprügelt. Arsch, los. Die Jacke? Ich hab's kapiert, Martin. Ich weiß, das war Mist. Mist? Wenn das jemand an die große Glocke hängt, dann kannst du dir gleich einen Job als Parkplatzwächterin suchen. Verdammt nochmal, warum bist du damit nicht gleich zu mir gekommen? Gerade wenn es der eigene Bruder ist, Menschenskind. Dann würde er jetzt vielleicht nicht auf der Intensiv liegen. Wie geht's ihm denn? Unverändert. Martin, er hat mit den Blüten nichts zu tun. Würde mich nicht anlügen. So wie mit dem Kokain, ne? Für wie blöd halten Sie uns eigentlich? Ehrliche Antwort? Sie glauben, Sie können die Leute verarschen, wie Sie wollen. Und wenn es die eigenen Freunde sind. Einer zahlt immer. Wissen Sie was? Warum besprechen Sie das alles nicht mit meinem Anwalt? Der müsste gleich hier sein. Wir werden nachweisen, dass das Falschgeld Ihnen gehört. Sie werden die nächsten Jahre einsitzen. Schluss mit lustig. Also kann ich davon ausgehen, dass Sie Ihre Aussage nichts mehr hinzuzufügen haben? Sie auch nicht? Unterschreiben. Können wir jetzt gehen? Nein. Sie kommen jetzt mal mit. Wir wollten eigentlich gerade mitkommen. Ich will Ihnen kurz mal was zeigen. Spaß. Eine Mutprobe. Robert hatte die Idee mit dem Farbkopierer.
Drogen, ohne Ende und alles umsonst. Wir würden einfach sehen, wie weit wir gehen können. Lars wusste nichts von dem Geld. Ich war gleich dagegen, dass er damit was kauft. Am besten, wir gehen mal rüber ins PK. Kommen Sie. Wird er wieder? Mhm. Wird aber eine Weile dauern, bis er wieder ganz auf dem Bein ist. Wir bringen ihn auf Intensiv. Ich halte dich auf dem Laufenden, ja? Wir knöpfen uns noch mal diesen Dealer vor. Wir kriegen die Typen. Die anderen, die ihn da reingeritten haben, die sehen das Wichtige. So was habe ich ja noch nie gesehen. Jedenfalls nicht in der Größe. Unglaublich. Wir müssen sofort operieren, da führt kein Weg dran vorbei. Sie bereiten alles vor, ich brauche die Schädelsäge, die große und genug Blutkonserven. Ich werde sie auf alle Fälle brauchen. Und das an Frau Dr. Dietrich, bitte. Alles klar. Keine Angst, Sie werden überhaupt nichts spüren. Warten Sie mal, ich habe ja nicht mal Kopfschmerzen. Wie? Wir können sprechen. Was haben Sie denn da eben gesehen? Gar nichts. Was? Ich bin also gesund? Körperlich schon. Aber Sie haben ja wohl eine Schraube locker. Was soll denn das ganze Theater? Das kann ja wohl nicht angehen! Es tut mir leid. Ich wusste einfach nicht mehr weiter. Ich wollte bloß mal für ein paar Tage meine Ruhe haben. Haben Sie Familie? Nein. Aber ich. Und wie? Drei laute Jungs und ein Mann, der auch nicht besser ist. Wissen Sie, wie anstrengend das ist? Irgendeiner will immer was von dir. Essen machen, Wäsche waschen, zum Zahnarzt muss ich mit, zum Training. Ich konnte einfach nicht mehr, ich musste mal raus. Wie? Und da legen Sie sich dann einfach so auf die Straße? Ich habe schon zweimal Kur beantragt, aber das kann noch ewig dauern. Und da bin ich auf die Idee mit dem Krankenhaus gekommen. Kann ich nicht nur ein oder zwei Tage hierbleiben? Natürlich. Der Wellnessbereich befindet sich im dritten Stock. Das ist doch kein verdammtes Kurhotel hier! Wissen Sie was? Sie rufen jetzt Ihren Mann an. Soll der sich doch um Sie kümmern? Ich jedenfalls hab die Schnauze voll! Wo bleibt das Sushi? Endlich. Ja? Ist schon oben. Mist. Was ist denn los? Abfahrt, Polizei! Öffnen Sie die Tür, sonst brechen wir sie auf. Haben wir ein Problem? Sie schon. Das Zeug ist eigentlich eh viel zu teuer. Was trägst du hier noch? Aber jetzt muss mich die große Schwester nicht mehr vom Baum runterholen. Und die aus der 6. Klasse, die verprügel ich jetzt selbst. Neuen Bildschirmschoner? Nee, ich habe mal einen dieser Scheine eingescannt und rat mal, was ich gefunden habe. Die Adresse des Fälschers? Nee, aber die des Kopierers. Guck mal. Das ist ein spezielles Punktraster. Jeder Farbkopierer hinterlässt so seine Seriennummer. Anhand dessen können wir zurückverfolgen, auf welchem Gerät die Scheine kopiert worden sind. Habt ihr was? Ja. Wir können die Scheine bis zum Kopierer zurückverfolgen. Das heißt, wir müssen nur noch den Hersteller anrufen? Schon passiert. Das Gerät, das wurde vor ein paar Jahren an das Kunstwissenschaftliche Institut der Uni Hamburg verkauft. An die Uni? Ja. Komm, wir fahren da mal hin. Wieso machen die das denn jetzt? Egal. Sag mal, habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass du manchmal wirklich geniale Momente hast? Nee.
kommt schon noch. Und hat vorhin alles geklappt? Was denn geklappt? Der Termin mit deinem Handwerker. Ach so, ja, ja, ja. Das war nichts Großes. Ist was? Ich weiß nicht. Ich bin einfach nur müde. Ah ja. Guten Tag, Mehrmann ist mein Name. Wir können ein bisschen anfangen, das ist eine Bibliothek. Achso, wir würden uns gerne im Rahmen einer Ermittlung Ihren Farbkopierer ansehen. Ermittlung? Stimmt denn hier irgendwas nicht? Das würden wir gerne rausfinden. Also, der Farbkopierer ist im mittleren Raum, zweite Tür links. Kommt denn jeder an den Kopierer ran? Ja, jeder. Also jeder Student, der zu diesem Fachbereich gehört. Und gibt es sowas wie eine Benutzerliste? Ja, durchaus. Könnte ich die mal sehen? Ja, klar. Den Kopierer sperren. Den Kopierer sperren? Ja. Hast du was? Robert Bornemann. Das ist doch der blonde Schnösel mit der großen Klappe, den ich heute Morgen in der Disco kontrolliert habe. Ja. Wo bleibt das Sushi? Endlich. Ja? Ist schon oben. Mist. Was ist denn los? Aufwachen, Polizei! Öffnen Sie die Tür, sonst brechen wir sie auf. Haben wir ein Problem? Sie schon. Das war's dann wohl. Das ist nicht mein Rucksack. Das stimmt, Lars hat ihn heute stehen lassen. Ich kann's nicht glauben. Falschgeld, oder? Und ausgerechnet Lars. Aber der Rucksack war in Ihrer Wohnung. Soll ich bei jedem eine Leibesvisitation machen, der hierher kommt? Bin ich Bulle. Sie können gerne eine Leibesvisitation haben. Da würde ich dann wohl Ihre blonde Kollegin vorziehen. Sie kommen jetzt mit. Ach, und Lars spaziert lässig draußen rum. So ist es also, wenn man eine Schwester bei der Polizei hat, ja? Lars liegt auf der Intensivstation. Eure Scheißdealer haben ihn fast totgeprügelt. Arsch. Los. Die Jacke. Ich hab's kapiert, Martin. Ich weiß, das war Mist. Mist? Wenn das jemand an die große Glocke hängt, dann kannst du dir gleich einen Job als Parkplatzwächterin suchen. Verdammt nochmal, warum bist du damit nicht gleich zu mir gekommen? Gerade wenn es der eigene Bruder ist, Menschenskind. Dann würde er jetzt vielleicht nicht auf der Intensiv liegen. Wie geht's ihm denn? Unverändert. Martin, er hat mit den Blüten nichts zu tun. Würde mich nicht anlügen. So wie mit dem Kokain, ne? Für wie blöd halten Sie uns eigentlich? Ehrliche Antwort.
Guten Morgen, Polizei. Bitte bleiben Sie ruhig und entspannt. Wir führen eine Personenkontrolle durch. Scheiße. Razzia oder was? Na, schönes Tänzchen gemacht. Habt ihr was? Der Typ da im weißen Hemd, der hat gerade was gekauft. Den da in der Tür, den schnapp ich mir. Kann ich mal sehen, was Sie da gerade eingesteckt haben? Ich hab nichts eingesteckt. Hosentasche. Ist euch das... Keine mehr. Komm. Fuck. Was machst du jetzt am Wochenende? Wieso? Ja, weil Tommy zum Geburtstag... Tom? Zum Geburtstag einlädt, ja, und eine Flasche Wein, ja? Okay, den vom letzten Mal. Und? Habt ihr was rausgefunden? Und ihr wisst wirklich nicht, was passiert ist? Sie lag einfach auf der Straße, wie vom Himmel gefallen. Ja, aber dabei hätte sie sich was gebrochen. Wann können wir sie befragen? Herr Dr. Jacobi, kommen Sie mal bitte. Ja, wendet euch an Hase, der untersucht sie noch. Ja. Entschuldigen. Danke. Du, ich hab gerade wirklich... Ach. Wer könnte den festhalten? Hübsch. Hier, könnt ihr mir mal die Dinger abnehmen? Meinst du, unsere stehen dir besser? Hier. Genauso echt wie dritte Zähne. Nina, mach mal. Ich habe selbst nicht gecheckt, dass sie falsch sind. Da hat mich einer beschissen. Wer? Der Typ von der Frittenbude? Sag mal, verarschen kann ich mich selbst. Ja, dann schauen wir mal, was du noch so hast. Ausziehen. Die Schuhe. Ja, wie denn ohne Arme? Du Vollidiot. Hey. Erst sind wir uns so lange nicht und dann gleich zweimal hintereinander. Warst du überhaupt noch mal zu Hause? Nee, ich bin fit. Ist okay. Klar. Hey, jetzt nicht so, wie du denkst. Nur Kaffee, wirklich. Seit wann nimmst du das Zeug wieder? Eigentlich gar nicht. Das war nur gestern, wirklich. Wie oft habe ich das schon gehört? Ein Freund dieser Bornemann, Robert Bornemann, hat mehrere Einträge. Alle wegen Drogenbesitz. Ach so ist das. Du spielst mir jetzt hinterher. Lars, ich habe über 1 Gramm Koks in deiner Tasche gefunden. Hey. Und ich habe das saublöde Gefühl, dass du mal wieder mit den falschen Leuten abhängst. Jetzt hör mal zu, Schwester. Ich bin keine 16 mehr, okay? Ich entscheide selbst, mit wem ich rumhänge. Aber nicht, wenn ich dafür meinen Job riskiere. Ich habe so ein Schwein gehabt, dass das niemand mitgekriegt hat. Weißt du, es macht mir Spaß, meine Kollegen zu belügen. Das ist ziemlich beschissen. Das tut mir leid. Ich wollte dich nicht in so eine blöde Situation mit deinen Kollegen bringen. Versprich mir bitte, dass du das Zeug nicht mehr anrührst. Bitte. Versprochen. Das Zeug ist eigentlich eh viel zu teuer. Das trägst du ja noch. Aber jetzt muss mich die große Schwester nicht mehr vom Baum runterholen. Und die aus der 6. Klasse, die verprügel ich jetzt selbst. Neuen Bildschirmschoner? Nee, ich habe mal einen dieser Scheine eingescannt und rat mal, was ich gefunden habe. Die Adresse des Fälschers? Nee, aber die des Kopierers. Guck mal, das ist ein spezielles Punktraster. Jeder Farbkopierer hinterlässt so seine Seriennummer. Anhand dessen können wir zurückverfolgen, auf welchem Gerät die Scheine kopiert worden sind. Habt ihr was? Ja. Wir können die Scheine bis zum Kopierer zurückverfolgen. Das heißt, wir müssen nur noch den Hersteller anrufen? Schon passiert. Das Gerät, das wurde vor ein paar Jahren an das Kunstwissenschaftliche Institut der Uni Hamburg verkauft. An die Uni? Ja. Komm, wir fahren da mal hin. Wieso machen die das denn jetzt? Egal.
Sag mal, habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass du manchmal wirklich geniale Momente hast? Nee. Kommt schon noch. Und hat vorhin alles geklappt? Was denn geklappt? Der Termin mit deinem Handwerker. Ach so, ja, ja, ja. Das war nichts Großes. Ist was? Ich weiß nicht. Ich bin einfach nur müde. Ah ja. Die 100 Euro sind falsch, der Rest ist echt. Nach Profis sieht das nicht aus. Normalerweise fliegst du da in jedem Supermarkt mit auf. Aber wenn es schnell gehen muss, dann rutschen die Scheine so durch. Damit sollten also nur Drogen gekauft werden. Lange lassen die sich das auf dem Kiez nicht gefallen. Nils! Melanie! Ihr müsst leider noch eine Schicht dranhängen. Nicht dein Ernst, Martin? Ich weiß, ihr habt eine lange Nacht hinter euch. Bedankt euch bei den Kollegen, die sich gerade krank gemeldet haben. Martin, ich habe noch einen Termin. Eine Stunde bin ich wieder da. Gut, beeil dich. Wo musst du hin? Ein Handwerker rein ist. Ja, sicher. Erst sind wir uns so lange nicht und dann gleich zweimal hintereinander. Warst du überhaupt noch mal zu Hause? Nee, ich bin fit. Ist okay. Klar. Hey, jetzt nicht so, wie du denkst. Nur Kaffee, wirklich. Seit wann nimmst du das Zeug wieder? Eigentlich gar nicht. Das war nur gestern, wirklich. Wie oft habe ich das schon gehört? Ein Freund dieser Bornemann, Robert Bornemann, hat mehrere Einträge. Alle wegen Drogenbesitz. Ach so ist das. Du spielst mir jetzt hinterher. Lars, ich habe über 1 Gramm Koks in deiner Tasche gefunden. Hey. Und ich habe das saublöde Gefühl, dass du mal wieder mit den falschen Leuten abhängst. Jetzt hör mal zu, Schwester. Ich bin keine 16 mehr, okay? Ich entscheide selbst, mit wem ich rumhänge. Aber nicht, wenn ich dafür meinen Job riskiere. Ich habe so ein Schwein gehabt, dass das niemand mitgekriegt hat. Weißt du, es macht mir Spaß, meine Kollegen zu belügen. Das ist ziemlich beschissen. Das tut mir leid. Ich wollte dich nicht in so eine blöde Situation mit deinen Kollegen bringen. Versprich mir bitte, dass du das Zeug nicht mehr anrührst. Bitte. Hm? Versprochen. Das Zeug ist eigentlich eh viel zu teuer. Das trägst du ja noch. Aber jetzt muss mich die große Schwester nicht mehr vom Baum runterholen. Und die aus der 6. Klasse, die verprügel ich jetzt selbst. Neuen Bildschirmschoner? Nee, ich habe mal einen dieser Scheine eingescannt und rat mal, was ich gefunden habe. Die Adresse des Fälschers? Nee, aber die des Kopierers. Guck mal, das ist ein spezielles Punktraster. Jeder Farbkopierer hinterlässt so seine Seriennummer. Anhand dessen können wir zurückverfolgen, auf welchem Gerät die Scheine kopiert worden sind. Können Sie vielleicht was aufschreiben? Man? Schreiben? Schreiben. Ich würde sagen, wir bringen Sie auf die Neurologie. Ja, das ist doch zumindest schon mal ein Anfang. Ja. Wir kommen dann später nochmal zu Ihnen, ja? Tschüss. Tschüss. Versuch's doch mal ohne Brille. Und ist der Kerl dabei? Ich weiß nicht. Der Typ sah irgendwie anders aus. Guck nochmal genau hin.
Es war ein anderer, 100 pro. Ist dir sonst irgendwas aufgefallen? Narbe, Muttermal? Nee, nicht direkt. Oder doch? Der hatte so einen komischen Anhänger um den Hals. Ein Anhänger? Ja, eine Sonne. An einem Lederband. Ja, super. Du kommst jetzt erstmal in die Arrestzelle. Kommst du? Die Anwälte melden sich dann bei Ihnen. Einen schönen Tag noch. Ja, ja. Du hier? Ja. Die sind alle am gleichen Kopierer gemacht worden. Ihr könnt sie nur leider nicht nachweisen. Ich möchte, dass Sie sich noch ein paar Bilder anschauen. Nein. 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 Der ist es. Sicherlich einige Gläschen von trinken. Das sind ja mindestens 700, 800. Bleibst du mal eben hier? Sie haben noch eine Lampe, ne? Klar, hier. Sag mal, kannst du mal die Drogen sicherstellen, bitte? Dafür gibt's bei mir nicht mal ein Mineralwasser. Das sehe ich auch so. Das ist aber dumm gelaufen. Da hockst du hier mit Falschgeld rum. Hey, Melli, was soll denn der Quatsch? Hör auf damit! Oh Gott, Mann, spinnst du jetzt, oder was? Es war nur eine Ausnahme, es war eine einmalige Sache, wir wollten nur... Party machen, ja. Melli, Melli, bitte verrat mich nicht. Wir sind dann soweit. Nils, Lars, mein Bruder. Hallo. Ich geh dann mal. Wir sprechen uns noch. Habt ihr Stress? Was? Nö. Der Blonde eben, was war denn mit dem? Nichts. Zwei BTM-Verstöße, aber er hatte nichts dabei. Ach, Marsch. Meine Fresse, haben wir ein Glück gehabt. Das trifft doch ausgerechnet auf seine Schwester. Ich wusste gar nicht, dass es bei den Bullen ist. Das hängt doch keiner gerne an die große Glocke. Ist ja ein bisschen uncool. Ich finde sie ja ziemlich cool reagiert. Vielleicht bleibt's doch dabei. Also meinst du, sie macht Stress oder was? Hey! Also, nochmal. Von wem haben Sie das Geld? Hab ich doch schon gesagt, beim Pferderennen gewonnen. Ein Kollege von mir hat gesehen, wie Sie Drogen verkauft haben. Na, das müssen Sie mir erstmal beweisen. Keine Sorge, das werden wir. Die Drogenfahndung ist gerade dabei, Ihre Wohnung zu durchsuchen. Zusammen mit dem Falschgeld ergibt das eine nette Anklage. Also mit den Blüten habe ich nichts zu tun, da bin ich selbst verarscht worden. Wie viel habt ihr sichergestellt? Die 100 Euro sind falsch, der Rest ist echt. Nach Profis sieht das nicht aus. Normalerweise fliegst du da in jedem Supermarkt mit auf. Aber wenn es schnell gehen muss, dann rutschen die Scheine so durch. Damit sollten also nur Drogen gekauft werden? Lange lassen die sich das auf dem Kiez nicht gefallen. Nils! Melanie! Ihr müsst leider noch eine Schicht dranhängen. Nicht dein Ernst, Martin? Ich weiß, ihr habt eine lange Nacht hinter euch. Bedankt euch bei den Kollegen, die sich gerade krank gemeldet haben. Martin, ich habe noch einen Termin. Eine Stunde bin ich wieder da. Gut, beeil dich. Wo musst du hin? Ein Handwerker rein ist. Ja, Fischer. Das noch verdammt leid tun wird. Mit einer Scharmuta, der Typ ist erledigt. Wie war das nochmal? Wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder sich nachgemachte oder verfälschte verschafft und die so einen Umlauf bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 2 Jahren bestraft. Weiß eigentlich jedes Kind. Ja, ich kenne den Typen nicht.
können aber beschreiben. Gern einen Moment mit Ihnen unterhalten. Aber machen Sie es kurz, ich habe noch was vor. Sie kopieren ziemlich oft bei den Kunstwissenschaftlern. Ist das verboten? Nein. Aber das Herstellen von Falschgeld. Auf dem Kopierer wurden etliche 50-Euro-Scheine vervielfältigt. Und was habe ich damit zu tun? Darf ich mal Ihre Brieftasche sehen? Und was, wenn nicht? Das war keine Frage. Ja? Heute Morgen wurden im Omega falsche 50er sichergestellt. Derselbe Laden, wo wir Sie heute Morgen angetroffen haben. Ist das Zufall? Ganz genau. Okay. Genauso wie es Zufall war, dass Sie dort Ihren Bruder getroffen haben. Ja, ist gut. Sie werden Ihre Verabredung verschieben müssen. Es gibt einen Zeugen. Nehmen wir unseren. Franzi, hm? Könntest du bitte mal überprüfen, ob die auch an der Uni gemacht wurden? Mach ich. Sie können mir doch gar nichts. Das sehen wir dann gleich. Na, die Beschreibung ist doch super. Anfang 20, mittelgroß, blond. Das passt doch auf 20.000 andere. Ich muss nur meinen Vater anrufen. Und dann fliegen hier die drei besten Anwälte der Stadt herein und pusten die Sache vom Tisch. Ach ja, und Sie gleich mit. Ui, da habe ich jetzt aber richtig Angst. Bringt dir nur leider gar nichts, wenn unser Zeuge dich identifiziert. Hier ist Melanie. Ich hab da eine Frau, der das Fahrrad gestohlen wurde. Scheint alles in Ordnung zu sein. Hier, das EEG ist auch ohne Befund. Sie hat bisher wirklich noch kein Wort gesprochen. Na. Wenigstens ist sie. Mhm. Und nicht zu knapp. Dafür, dass sie bisher noch kein Wort gesagt hat, kann es eine Menge Gründe geben und nicht nur medizinische. Ein Trauma. Traube locker. Was soll denn das ganze Theater? Das kann ja wohl nicht angehen! Es tut mir leid. Ich wusste einfach nicht mehr weiter. Ich wollte bloß mal für ein paar Tage meine Ruhe haben. Haben Sie Familie? Nein. Aber ich und wie drei laute Jungs und ein Mann, der auch nicht besser ist. Wissen Sie, wie anstrengend das ist? Irgendeiner will immer was von dir. Essen machen, Wäsche waschen, zum Zahnarzt muss ich mit, zum Training. Ich konnte einfach nicht mehr, ich musste mal raus. Ach. Wie? Und da legen Sie sich dann einfach so auf die Straße? Ich habe schon zweimal Kur beantragt, aber das kann noch ewig dauern. Und da bin ich auf die Idee mit dem Krankenhaus gekommen. Kann ich nicht nur ein oder zwei Tage hierbleiben? Natürlich. Der Wellnessbereich befindet sich im dritten Stock. Das ist doch kein verdammtes Kurhotel hier! Wissen Sie was? Sie rufen jetzt Ihren Mann an. Soll der sich doch um Sie kümmern. Ich jedenfalls hab die Schnauze voll! Wo bleibt das Sushi? Endlich. Ja? Ist schon oben. Mist. Was ist denn los? Aufwachen, Polizei! Öffnen Sie die Tür, sonst brechen wir sie auf. Haben wir ein Problem? Sie schon. Ah,
Das war's dann wohl. Das ist nicht mein Rucksack. Das stimmt, Lars hat ihn heute stehen lassen. Ich kann's nicht glauben. Falschgeld, oder? Und ausgerechnet Lars. Aber der Rucksack war in ihrer Wohnung. Soll ich bei jedem eine Leibesvisitation machen, der hierher kommt? Bin ich Bulle? Sie können gerne eine Leibesvisitation haben. Da würde ich dann wohl Ihre blonde Kollegin vorziehen. Sie kommen jetzt mit. Ach, und Lars spaziert lässig draußen rum. So ist es also, wenn man eine Schwester bei der Polizei hat, ja? Lars liegt auf der Intensivstation. Eure Scheißdealer haben ihn fast tot geprügelt.